So. Weiter geht's. Toll. Reingetappt und wieder rausgetappt. So, jetzt kann es ungestört weitergehen. Es regnet schon wieder. Oh, und es dämmert auch. Also ich möchte eigentlich mit meiner Erkundungstour jetzt so bald Schluss machen. Also, was heißt Schluss machen? Durch sein. Damit wir uns dann abends jetzt um die Aufträge kümmern können. Beziehungsweise brauche ich ja vorher noch. Ah ne, Ertrunkene können wir ja erschlagen. Ertrunkene gehen ja jetzt. Kaufmannsbrücke. Okay, gut. Die Kaufmannsbrücke. Irgendwo ist es halt schon schön, dass ich Witcher 1 schon gespielt habe. Weil so erspare ich mir halt das, oder diese Unwissenheit vom Anfang, vom allerersten Mal. Weil ich habe das Spiel überhaupt nicht verstanden. Ich habe weder das Kampfsystem verstanden, noch die Alchemie. Ich habe gar nichts verstanden. So, und hier, jetzt bei diesem Durchgang, fällt es mir schon deutlich einfacher und kann halt auf mehr Details achten, kann halt wirklich mehr gucken, okay, was ist hier so alles? Ohne dass ich halt genervt davon bin, dass ich einfach keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Tachchen. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine, wie heißt es noch, Quadrantine. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne? So, was weiß der Kommandeur? Ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr Er ist schon nicht gerade hier, einmal jetzt würden am jemanden Leuchter. hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Jo. Natürlich weiß er das. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ja. Hat er. Ich bin müde. Aber er ist unbeeindruckt. Weiß der Geistliche, dass ich. Natürlich. Ich glaube. Okay. Ich komme später. Ja, okay. Gut. Ja, ich will eh erstmal mit meinem Kunden fertig sein. Ganz schaffen wir es, glaube ich, nicht. Weil ich ja hier erst nochmal wieder in die Häuserchen reingucken möchte. Was natürlich auch noch nice wäre, ist, wenn ich diesmal komplett alle Punkte verteilen könnte. Das heißt, wenn ich wirklich voll hochgelevelt wäre. Weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und wäre ja gut zu wissen. Aber ich möchte es zumindest versuchen. Beim letzten Mal hatten wir, also haben mir wirklich sehr viele Fähigkeitenpunkte noch gefehlt. Aber da war ich, wie gesagt, froh, dass ich durch war. Von da kamen wir einmal in diese Richtung. Klang eher wie ein Affe? Was bist du? Jetzt mal ernsthaft, was ist da? Okay. Gut. Leicht unheimlich, aber das passt. Ich glaube, da hinten ist das Dorf vom letzten Mal. Hier ist eine dieser Kapellen. Können wir dann im Dunkeln auch noch anmachen? Also grafisch finde ich das Spiel noch gar nicht mehr so schlecht dafür, dass es ja. Na gut, es ist von 2007, glaube ich. Also so schlecht finde ich das gar nicht mal.
Man kann das zumindest heute immer noch ganz gut spielen. Das Einzige, was halt wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist das Kampfsystem. So, hier ist wieder eine Feuerstelle. Und hier ist der Grupteingang, aber ich glaube, es war einmal abgeschlossen, okay. Und ich meine auch, dass es zu dunkel war. Das heißt, wir hätten da drin noch nicht mal was sehen können, selbst wenn wir schon rein könnten. Das ist halt so das Nervige. Dass ich darauf halt wirklich achten muss. Dass ich diese Tränke habe. Wir gucken einfach gleich mal bei der Kräuterhändlerin, ob wir bei ihr was kaufen und verkaufen können. Hier ist einmal Abigails Haus. So. Was wollt ihr? Ihre Haare tanzen schon wieder. Feldpflanzen, okay. 200 will die dafür haben. Grundstoff für Bomben. Tatsächlich, Bomben werde ich wahrscheinlich eher weniger erstellen hier. Ich war schon über mein Haupt. Wie das mit den Klingenüberzügen geht, ich habe keine Ahnung. Und ja, aber die Bargästenschädel, die brauchen wir halt für einen Auftrag. 200 Orens. Bist du denn irre? Wie soll ich denn 200 Orens so schnell? Also am Anfang wird es einem wirklich nicht leicht gemacht. Na gut, aber noch leichter als bei Gothic 1. Gothic 1 ist ja ein bisschen schwieriger noch. Bei... Na doch, ich komme tatsächlich noch ganz gut mit klar. Liegt aber auch vielleicht mit daran, dass ich das schon 8-mal durchgespielt habe. Wobei es jetzt auch wieder 4 Jahre zurückliegt. Das letzte Mal. Hier ist auch noch ein Hof. Mit einem Hündchen. Ich tue dir doch nichts. Lauf doch nicht weg. Okay. Gut. Jetzt haben wir aber alles erkundet. Sehr geil. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zum Startdörfchen. Wieder hin. Und dann werde ich gucken, ob ich da vielleicht was anderes noch verkaufen kann. Und sobald es dunkel ist, werden wir uns dann um die ersten Aufträge kümmern. Weil die meisten Monster kommen nur nachts raus. Bis bald. Seid wachsam. Einmal kurz hier rein. Was kommt denn jetzt? Geralt? Und? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Achso. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Und nicht wie ein Würfel Minispiel. Sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Okay, und wie? Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht.
Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und Linksklick würfeln. Manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Wir fangen mal klein an. Achso. Möchte sie erhöhen. Okay. Ich habe gewonnen. Sehr schön. Dann machen wir einfach mal. Wieder gewonnen. Okay. Mensch, ich hab sogar mal ein Minispiel gewonnen. Das ist unglaublich. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Okay, ich spiele ein Spiel gegen Sultan. Es war sehr lehrreich und ich glaube... ich spiele ein Spiel gegen Sultan. So wie es funktioniert. Ich frage mich, ob man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon, ne? Ist gut, ist jetzt nicht so viel. 115. Bei dir möchte ich erstmal was lagern. Vor allem die Feuersteine. In der 4 nicht unbedingt. Das Bier würde ich auf jeden Fall lagern wollen. Das auch. Würde ich gern behalten. Okay. Den Rest nehmen wir so einfach wieder mit. Dann einmal zur Tür hinaus. So, und es ist Nacht. Noch einmal kurz nachgucken, was haben wir denn hier alles? Berengars Geheimnis, Bargest Vertrag, 10 Stück, Ertrunkener, Ghoul, Vertrauen, muss ich Haren, Odo und Mikul überzeugen. Ich sollte mit den bekannten Bewohnern umgehen und erfahren, wie ich sie dann finden kann. Okay. Und das war das mit den 5 Kapellen. Ja, legen wir doch mal los. Habe ich eigentlich jetzt meditiert? Ich glaube nicht, ne? Nee. Egal. Was geht denn davon schon wieder? Warum so zaghaft mit ihr, Batsch? Fräulein Wessner hat wohl ungebetene Gäste. Seid ruhig grob. Traut euch. Oh, diese widerspenstige... Die klingt... Also, die Frau klingt so ein bisschen nach... Oh, wie heißt denn die eine aus Game of Thrones? Das werdet ihr bereuen. Die aus Rosengarten. Mal sehen, wie gut ihr wirkt. Ich weiß nicht, ob die das wirklich ist, aber... Seid ihr's? Ein bisschen klingt's halt danach. Hilfe! Schwund ab, Mehlhart! Hier sind keine Ungeheuer! Schrumpfen euch die Eier, Butch! Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier! Ich glaube, das ist nicht die Stimme, aber so ein bisschen...
Oder dieser Nachhall in der Stimme, der klingt da so ein bisschen nach. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das war's, kannst nicht erwarten. Ich weiß nicht, wie viel Leben die gerade noch hatte. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen. Doch ich muss nach Hause. Oder Emma Stone. Emma Stone könnte das auch sein. Ich glaube eher Emma Stone als die Marguerite. Stimmt, Emma Stone. Gott, die müssen mir die Stimme dann nochmal anhören zu. Die Axt können sie. Oh, viel hat. Na gut, ja, so viel ist es schon noch. Oh. Sollen wir wieder runtersacken lassen? Ich kleines Würmchen. Ja. Ich will die ganze Zeit rauszoomen. Das funktioniert nicht so ganz. Und wir tauchen erst später gut auf. Da! Also diesmal habe ich ja einen anderen Schwierigkeitsgrad gewählt als beim letzten Mal. Wohlweislich. Denn beim letzten Mal... Ich habe auf Mittel gespielt und das war einfach nur bockschwer. Und ich finde, man sollte dennoch, zumindest bei so einem Spiel, zumindest auch Spaß dran haben. Ich meine, gut, wäre das jetzt ein Dark Souls, dann gut, okay. Da gehört das wirklich dazu. Aber es war nun mal kein Dark Souls. Also hier macht es mir tatsächlich jetzt viel mehr Spaß auf der Stufe. Ich werde einmal ganz kurz hier ausmachen. Denn ich bin auch ein bisschen gemütlicher und ich mach wieder ein bisschen hoch. Ich bin einfach ein zu kleines Gebramsel. Zu klein für alles. Wo ich stolz 1,67 bin. In diese Richtung. Ich will es übersehen? Nee, ich glaube nicht. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Ich weiß, sie darf nicht sterben. Das ist das größere Problem. Buh, sie ist aber fast tot. Ich glaube, falls wir sie diesmal verlieren sollten, werde ich einmal vorrennen. Weil das geht tatsächlich. Man kann dann auch einfach vorrennen. Wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Oh.
Please don't. So, wir müssten dann einmal noch laden. Schade. Ich dachte, wir würden es beim ersten Mal schaffen. Sie hat halt hier schon so wenig Leben. Hier einmal. So. Da hat sie diesmal keinen Schaden abgekriegt. Das ist gut. Dann können wir nämlich Gruppenangriff ist hier das Beste. Es sind diese Hunde. Diese. Ihr seid. Sorry. Einmal ganz kurz. Damit ich einmal hier die ganzen Schädel habe. So. Dann sollte eigentlich erst da vorne wieder ein Kampf kommen. Hoffe ich einfach mal. Okay. Es ist gut, dass sie gerade so weit weg ist. Hier sollten jetzt mehr kommen, ja. Nein, renn doch nicht gleich wieder zu ihr. Sie waren hinter uns her, als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Und sie war tot. So, einmal. Okay, wir haben auf jeden Fall alle Gästenschädel. Wir brauchten. So. Also kann ich jetzt hier einmal kurz abspeichern, ne? Ich wollte gerade sagen, wer ist das denn, aber dann wird nur irgend so ein Knecht, der meint, er müsste jetzt hier rumspummern. Oh Mann. So. Sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen.
Okay, ja, sofern wir jetzt alle überleben. Sie kann immer noch sterben. Dann wäre sie auch tot. Puh. So, Mädel, geh endlich ins Haus. Tu einmal, was man dir sagt. So. Jetzt ist das noch einmal. Gut, diesmal haben wir... Diesmal habe ich weniger Anläufe gebraucht. Aber da kommt jetzt gleich nochmal so ein Viech, ne? Ja. Vergesst nicht, das muss unser kleines Geheimnis bleiben. So. Oh, noch mehr. Mille, könntest du jetzt bitte ins Haus gehen? Ich würde dich gerne noch wiedersehen und nicht, als Tote. Leiche irgendwo. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Hund aber nicht getötet. Der Hund, der sich unsichtbar machen kann. Wie weit hast du es denn bis zu deinem Haus? Okay, gut. Wir gehen einfach weiter. Ist nicht mehr unsere Aufgabe. Ertrunkener. Das hier ist unsere Aufgabe. Kreis aus Blut. Ah, noch einer. Vergesse hier oben meine Belohnung zu erhalten. Okay. Das heißt, das hätten wir auch fertig. Sehr schön. Noch ein Grund zu speichern. Und jetzt müssen wir nur noch die letzte Kapelle finden. Aber da weiß ich schon, wo die ist. Und wir sind ja vorhin dran vorbeigekommen. Und danach können wir wieder machen, dass es Tag wird. Wobei, nee, wir brauchen ja noch die Gula. Was haben wir denn? Konnten wir denn von denen... Ich glaube, das Ghoulblut konnten wir noch nicht abzapfen. Nee. Weil wir Ghoul noch nicht aufgenommen haben in unserer Liste. Ins Bestiarium. Dann geht das noch nicht. Das machen wir aber alles noch. Und da hinten lungern ganz viele Ertrunkene. Na gut, da renne ich jetzt aber nicht hin. Wichtig ist erstmal, dass wir die letzte Kapelle finden. Und tschüss. Ah, da ist noch einer. Klar, weil man auch nicht um die, durch die Pflanze kämpfen kann. Ich weiß nicht, ob man für später vielleicht auch nochmal Balkenschädel braucht. Ob später kommt da nochmal so eine Quest. Ich vergeude meine Zeit. Echt? Wenn ich nicht hier wäre, würdest du jetzt vielleicht sogar sterben. Ich will dich lieber sterben lassen sollen. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, okay. Stimmt ja, wir haben ja noch gar keinen
Silberschwert. Götter segnet mich mit Geduld. Stimmt ja. Fällt mir jetzt auf. Weil für gewöhnlich haben Hexer ja auch noch ein Silberschwert. In diesem Fall ist es allerdings nicht so. So. Ja, okay. Gut. Da hinten wäre ein Lagerfeuer. Gehen wir da einfach hin. Stimmt, da ist eins. Warum? Kompliziert, wenn es auch einfach geht. Nein, das wollt ihr nicht. So. 6 Punkte können wir verteilen. Das möchte ich einmal erhöhen. Oder Verzehr eines Mutagens. Haben wir sowas? Jetzt können wir sogar was herstellen. Okay, Schwalbe haben wir aber noch genug. Aber Katze können wir noch nicht herstellen. Mutagener Trank. So. Das einmal. Stower. War das denn jetzt? Oh, die leidige Suche jetzt danach. Nee, Sturm. Nee. Das ist ja jetzt dieses... Okay, muss ich gleich machen. Glaube ich. Dann... Stahlschwert. Jetzt mache ich auch einmal das hier. Art. Legendstufe 1. So. So. Und eins haben wir dann noch. Das hier. Okay. Dann bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden. Das ist früh am Morgen. Dann trinken wir mal das hier. Und... Okay, nur Bronze-Talent hätten wir sonst noch. Aber ein extra. Machen wir das hier noch einmal. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal nachlesen oder vielleicht weiß einer von euch das, wie das mit dem Mutagen da funktioniert. Was ich dafür brauche. Weiß auch nicht. Weiße Möwe. Das hier vielleicht. Warte mal. Das ist jetzt nur so versuchsweise. Nee, nee. Oder nur, wenn ich tatsächlich noch ein Talent frei hätte. Weiß es nicht. Wir gucken einfach dann mal bei Zeiten. Wir sind auf jeden Fall jetzt betrunken. Ja. Und wie lange hält das an?
weiß ich nicht. Zu lange. Och, Geralt. Okay. Wir trocknen einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Wenn man schon nicht mehr feiern gehen kann, dann soll man sich wenigstens so fühlen, als wenn man betrunken. Oh, warum habe ich nochmal diese weiße Möwe genommen? Geralt würde jetzt bei jedem Polizeitest durchfallen. Läuft. Geralt betrunken. Hallo Baumaster, schön, dass du reinschaust. Nein, Geralt ist nicht betrunken. Geralt hat, doch, okay. Ja, er ist betrunken, aber eigentlich nicht, weil wir Alkohol getrunken haben, sondern wir haben einen Trank, der sich Weiße Möwe nennt, getrunken. Und aus irgendeinem Grund reagiert Geralt da betrunken drauf. Der ist da ein bisschen schwächlich. Er ist doch kein richtiger Hexer gefühlt. Kaya, schön, dass du wieder da bist. Ja. Oh Gott. Dieser Moment, wenn man die Weinflasche öffnet. Kann ich aus dem einen Weinglas noch trinken oder dann sollte ich es lieber lassen? Hm.